Ja, so, servus hier von der neuen Eisenbahnbrücke. Jetzt heißt es ja doch nicht mehr Donaubrücke. Ja, 90 Millionen Euro schwer, 400 Meter lang und jetzt fahren wir das erste Mal drüber. Und so schauen, sind wir wieder da. Jetzt haben wir eine Rundfahrt gemacht, hin und her. Das war jetzt die neue Eisenbahnbrücke. Ja, 5 Jahre Bauzeit, Februar 2016 und heute am 30. August 2021 um 5:30 Uhr ist es jetzt auch offiziell für den Verkehr eröffnet worden. Also insgesamt 5 Jahre Bauzeit mit einem Jahr Verspätung, dass wir es aufmachen. Gut, dann sage ich jetzt schon wieder Servus und bis zum nächsten Mal.